Hallo und herzlich willkommen, liebe Kampfsport-Konnoisseure, zu Gameplan, Ausgabe Nummer 36. Heute auf dem Programm einmal Boxen, zweimal MMA. Welche Kämpfe wir ganz genau besprechen wollen, das verrät euch der Popeye des deutschen MMA, Raoul Tedeschi. Schön, diese Beinamen, ich liebe das. Im Boxen geht es um Alexander Rigas gegen Fatun Wukchinay und dann zweimal in der Heavyweight Division der UFC, einmal Curtis Blaydes gegen Derek Lewis und Alexei Oleinik gegen Chris Dawkins. Da freuen wir uns drauf, aber ihr kennt das Spiel. Zunächst einmal der Blick auf den Tippzettel der letzten Woche. Wir hatten Predicted Gastelum via Decision Gold richtig, genau wie die Jungs vom Schlagwort Podcast und die Community. Außerdem Burns hatten wir via K.O. TKO vorne gesehen, aber es kam genau andersrum und Kamaru Usman besiegt Burns via K.O. TKO und bleibt Welterweight Champion der UFC. Doch ja. Genug mit dem Schnee von gestern. Wir blicken nach vorne und freuen uns auf Rigas gegen Fukushinai im Boxen, Blaydes gegen Lewis im Schwergewicht der UFC und dann nochmal im Schwergewicht der UFC, Dawkins gegen Alexei Oleinik. Los geht's. Am Samstag fliegen im schönen Eggenstein die Fäuste. Zwei ungeschlagene Boxer treffen sich im Ring. Alexander Rigas trifft auf den Schweizer Fatun Wukchinay. Raoul, erstmal freuen wir uns natürlich, dass der Kampfsport wieder aus der Corona-Lockdown-Pause kommt, oder? Ja, ich meine, grundsätzlich ist es wunderschön. Aber wenn jetzt auch noch der Breitensport darf, dann wäre es noch viel schöner. Na, wir drücken natürlich die Daumen, dass es bald wieder losgehen kann, auch mit dem normalen Training in den Gyms. Wir legen jetzt aber erstmal los mit ein bisschen Action und zwar mit ein paar Kampfszenen von Alexander Rigas hier gegen Philipp Colocei. Danke auch nochmal an Lionsport Promotion für dieses Footage und hier sehen wir schon den Kampfstil von Rigas. Immer wieder mit schweren Händen nach vorne und dann im Infight die kurzen Dinger zum Körper oder zum Kopf. Raoul, jetzt gegen Wukchinay, glaubst du, dass er auch wieder mit dieser Technik, mit diesem Stil antreten wird oder hat er hier einen ganz anderen Gameplan? Ja, schwer zu sagen. Fatun ist, glaube ich, ein bisschen erfahrener, was Kämpfe angeht, grundsätzlich overall, nicht nur jetzt im Boxen, sondern stilübergreifend auch aus dem Kickboxen. Und ist selber jemand, der in einigen Kämpfen schon jemand ist, der, zumindest habe ich das aus den K1-Kämpfen gesehen, selber den Infight mag, weil er oft auch der kleinere Mann war und da richtig dreckig abgeboxt hat. Selbst im K1 sehr handlastig gewesen. Und ich weiß nicht, ob das die beste Taktik gegen Fatun ist, der wirklich auch megamäßig hinlangen kann und sich in den Clinch-Situationen zu helfen weiß. Also dann doch lieber... Ich denke mal... Er hat ja auch hier wieder einen Größenvorteil, der Alexander Rigas von 4 cm. Also dann doch lieber auf Distanz halten, Jab etablieren. Ja, ich denke, overall sollte er einen eher defensiveren Stil fahren, vor allem in den ersten paar Runden. Ja. Und dann eventuell schauen, ob er hinten rum rauskommt. Jetzt haben ja beide Kämpfer einen zu null Rekord, der ja unglaublich wichtig auch im Boxen ist. Die Frage, ist das jetzt positiv, dass die beiden gegeneinander kämpfen, weil die halt an Erfahrung gewinnen, weil die jemanden auf Augenhöhe kämpfen? Oder ist es vielleicht auch riskant auf lange Sicht für die Karriere der beiden, wenn die Null dann halt bei einem von beiden am Sonntag weg ist? Ich meine, diese zu Null-Sache, das ist mehr eine Promoter-Sache als alles andere. Wenn du Kampfsportler bist, verlieren gehört dazu, das ist normal. Klar sieht das cool aus und lässt sich mega gut vermarkten, aber ich glaube, der Kämpfer an sich, ich glaube nicht, dass es den meisten Kämpfern wirklich wichtig ist, ungeschlagen zu bleiben. Das ist wie beim Fußball, also selbst die besten Teams verlieren irgendwie Spiele. Dementsprechend glaube ich, das ist nicht so ganz wichtig. Und in meinen Büchern ist Rigas definitiv nicht ungeschlagen. Bei Fatun weiß ich nicht, zweimal ein Draw in der Karriere. Ja, ich weiß es auch nicht. Wer wäre ich, wenn ich hier nicht jemanden auf die Füße treten würde? Aber das ist trotzdem ein Kampf auf Augenhöhe. Die sind am selben Punkt in der Karriere. Augenscheinlich erstmal zu Null Rekord, aber ich denke, dass einer von beiden die Nase vorn hat aufgrund des Erfahrungswerts. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Wir wollen zunächst einmal auf die Statistik von Fatun Wukchinay blicken. Der Schweizer hat eine Bilanz von 11 Siegen, 2 Unentschieden, keine Niederlage. Auch er ist 29 Jahre alt, 1,75 groß, hier also ein bisschen kleiner als Rigas. K.O.s gab es aber ein paar mehr mit 53% bei 65 Runden. Raoul, was ist vorhin schon mal angeschnitten? Der Wukchinay war schon mal im K1 und Kickboxen aktiv. Grundsätzlich, wie bewertest du es, wenn ein Sportler von einer Kampfsportart in die andere wechselt? Kann der da was mitnehmen?
Oder ist das eher so, dass der dann doch wieder bei Null anfangen muss? Naja, also bestimmt hast du immer Erfahrungswerte, die du auch stilübergreifend mitbringst. Jetzt ist es aber schon so, dass beim K1 und beim Boxen das Tempo ein ganz anderes ist. Auch einfach von der Schlagfrequenz her, Rundenzahl, ist ein anderes Verhalten im K1. Ich glaube aber, dass wenn du halt bei 35 Kämpfen im Kickboxen rankommst, dass da definitiv ein Erfahrungsschatz vorhanden ist, auch was, was das Gefühl für den Ring mitbringt. Also ich meine, ein Käfig fühlt sich anders an wie ein viereckiger Ring. Und deswegen fällt es oftmals schwer, dieses Raumgefühl von Boxen auf MMA oder Kickboxen auf MMA anders umzusetzen, ein bisschen schwieriger als von Kickboxen auf Boxen. Dementsprechend glaube ich, dass Fukushima hier schon definitiv ein bisschen die Nase vorn hat. Erfahrungsvorteil. Jetzt hat er aber einen Nachteil und das ist in der Größe und dann auch in der Reichweite dementsprechend. Du hast vorhin schon erwähnt, er sucht selber auch gerne den Infight. Also erwartest du jetzt hier in dem Duell gegen Rigas, dass er auch wieder nach vorne geht, Druck macht, weil er der kleinere Mann ist, die Ringmitte behauptet und dann versucht, Rigas zu stellen und in den Infight zu zwingen? Ja, das ist halt jetzt so ein bisschen das große Rätsel im Endeffekt. Also im K1 hat er definitiv öfter mal Jungs gekämpft, die länger waren und drahtiger waren als er. Und da ist er halt gerne in dieser Infight-Situation abgehangen und hat da richtig hart mit Haken und Aufwärtshaken gearbeitet. Im Boxen, ob das dann genauso wieder läuft jetzt gegen Rigas, weiß ich nicht. Eben weil er auch jemand ist, der die ganze Zeit vorwärts geht und da irgendwie abhängt, sich diese kurzen Clinch-Situationen einfach ausnutzt, hat man gerade eben auch in den Sequenzen gesehen, um andere das Gewicht tragen zu lassen. Er ist der größere, wahrscheinlich bisschen schwerere Mann dann am Kampftag. Bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, dass im Feuergefecht, im Infight, dass Fukushinai powertechnisch wahrscheinlich Nase vorn haben wird. Ja, bleibt also spannend. Wir haben wie immer natürlich auch einen Experten von außerhalb dazugezogen. In diesem Falle Patrick Rokohl mit seiner Prediction für dieses Duell. Hi, liebe Fight24-Zuschauer. Meine Prognose für den Hauptkampf am Samstagabend, 100% Team Rigas, er wird das Ding rocken und über die Punkte klar gewinnen. Kurz und knackig, das war Patrick Rokohl mit seiner Prediction. Er sagt 100% Team Rigas, vielleicht ein bisschen biased, aber er sagt Rigas via Decision. Was hast du? Okay, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich nehme mir ganz kurz noch die Zeit. Sollte der Kampf vorzeitig beendet werden? Bin ich mir ziemlich sicher, dass das Fukushima macht. Das ist meine offizielle Prediction. Mhm. Geht's über die Punkte, dann tendiere ich zu Rigas. Obwohl ich auch dort glaube, dass Fukushima theoretisch die Nase vorne hat. Also für den Schweizer gilt, never leave it to the judges. Don't leave it to the judges. Gut, dann halten wir das fest. Fukushima via K.O. TKO machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder mit der UFC für euch da. Alexander, the Great Rigas! Jetzt aber, nachdem der Kampf im November 2020 nicht zustande kam, weil Curtis Blaydes sich aufgrund einer positiven Corona-Testung verabschieden musste von diesem Duell, findet es nun endlich statt. Derrick Lewis gegen Curtis Blaydes, die Nummer 2, Blaydes gegen die Nummer 4, Lewis. Ein Kampf, auf den ich mich persönlich sehr doll freue. Aber Raoul, auch ein Kampf, der wahrscheinlich, so viel kann man schon mal sagen, nicht über die Runden gehen wird. Ja, also entweder gibt es fette Bomben im Stand, die den Kampf beenden, oder jemand wird am Boden gefinisht. Das ist meine eigentliche Prediction für den Kampf, bevor ich es offiziell mache. Aber es ist ein guter Kampf, ein Kampf, der gemacht werden muss, weil er einfach aussteht. Ich freue mich drauf. Also Spektakel garantiert. Wir gucken mal auf den Mann Curtis Blaydes. Razor Blaydes. 14:2, der Kampfrekord, 29 Jahre alt, 1,93 groß, 2,3 Meter die Reichweite, K.O.-TKO-Quote 77%, dafür keine Submissions und zuletzt gab es 4 Siege in Folge. Raoul,
Razor Blades immer mit dem gleichen Gameplan, der aber funktioniert. Ja, never change a winning team. Es ist halt einfach, wenn du overall, diese zwei Niederlagen kommen ja beide. Beschreib erstmal den Gameplan für alle, die ihn dann vielleicht doch noch nicht kennen. Also das sieht folgendermaßen aus. Der Kampf geht los, Touch Gloves oder nicht. Dann wird ein bisschen im Stand rumgefuchtelt und dann wird sofort zum Takedown geshootet. Lay on top in Full Guard oder Half Guard. Ja. Und dann gibt's einfach Ellenbögen from top. Und es funktioniert. Ja, ist saugeil. Ja. Ja, ist gut. Ja. Warum? Die zwei Niederlagen gegen Ngannou. Gegen Ngannou, da hat's halt nicht so super funktioniert. Beim ersten Mal war es so ein bisschen fluky. Beim zweiten Mal hat Ngannou halt einfach megamäßig den Sack halt zugemacht, wie er das halt so macht. Aber overall, Curtis Blades eigentlich schon längst in den Startlöchern auch für einen Title Run. Ist halt jetzt nicht so der Fan-Favorite. Die Amerikaner mögen es overall eigentlich nicht so, wenn die Leute da halt rumsitzen und Leute am Boden halt einfach malträtieren, bis sie nicht mehr im Kampf sind. Außer bei Khabib, der kriegt irgendwie Doppelmoral. Der kriegt irgendwie eine Schonfrist, was das angeht. Aber bei allen anderen wird das total hässlich beäugt. Ja, ich meine, ob das halt dann gegen das Black Beast funktioniert, bleibt abzuwarten. Denn wir wissen ja alle, Black Beast hat seine Stand-Up-Technik, Just Stand-Up, wenn er runtergenommen wird. Hat er schon oft gezeigt. Gegen ein paar Leute hat es nicht so gut funktioniert, ja. Aber overall funktioniert das. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mega gut. Curtis Blades, die Nummer 2 in den Rankings. Ist es fair to say? Vier. Nee, der Lewis ist die 4. Ah. Curtis Blades, absolut. Die Nummer 2. Ja. Ist es jetzt fair to say, dass Curtis Blades bei einem Sieg gegen Lewis auf jeden Fall den nächsten Title Shot bekommen wird? Nein. 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 Warum nicht? Ja, der Gewinner von Francis und Stipe wird höchstwahrscheinlich gegen Jon Jones kämpfen. Also okay. Das ist auf jeden Fall angeplant. Dana White meinte, der Sieger aus diesem Kampf versucht im Spätsommer gegen Jon Jones zu kämpfen. Das ist schon fest. Das ist auf jeden Fall so, der Plan. Okay, gut. Na gut, jetzt muss er ja erst einmal am Black Beast vorbei. Der Fan-Favorite aus Texas, Derrick Lewis, hat einen Kampfrekord von 24-7. Er ist schon 36 Jahre alt, 1,91 groß, 2,1 Meter die Reichweite, auch er ordentlich Power in den Händen. 78% seiner Siege gab es via Knockout oder Technical Knockout. Zuletzt gab es 3 Siege in Folge. Wir haben es schon gesagt, Derrick Lewis eher ein Striker. Eigentlich hat er auch gegen Grappler, so wie Cormier und Latifi, was die Takedowns angeht, immer schlecht ausgesehen. Was meinst du? Reicht die Takedown-Defense von Derrick Lewis gegen einen Mann wie Curtis Blades? Also was man Derrick auf jeden Fall zugute halten muss, dass er aus seinen Niederlagen gelernt hat in der Vergangenheit. Er ist definitiv intensiver am Boden unterwegs. Hat, glaube ich, mittlerweile sogar seinen BJJ-Blaugurt erarbeitet. Also er arbeitet schon daran, dass das besser wird. Und ich finde auch im Kampf gegen Oleinik, dass er sich da überhaupt nicht hat abfrühstücken lassen am Boden, zeigt, dass da auf jeden Fall immer noch Wachstum vorangeht. Dann kommt es halt dazu, dass der Typ einfach eine Bärenkraft hat und oftmals vielleicht ein bisschen untechnisch, aber Just Stand Up ist halt Derrick Lewis sein Ding. Ich weiß nicht, warum es funktioniert. Shoutout an MMA Nerds. Der hat dieses TM gegründet im Endeffekt. Ist halt bis zu einem bestimmten Level machbar. Wenn du dann auf einen Ringer wie Curtis Blades triffst, glaube ich, funktioniert es dann nicht mehr ganz so gut. Aber im Stand-Up Derrick Lewis finde ich für einen Schwergewicht auch sehr kreativ, spektakulär unterwegs. Macht da immer mal eingesprungene Knie öfter mal. Ja. Meinst du, wenn er jetzt den Kampf im Stand hält, dass er hier dann die Nase vorhat gegenüber Blades? Oder wie ist das Striking von Blades im Vergleich zu Lewis einzuordnen? Ja, also Blades ist jetzt kein... der hat eine gute Base. Aber da ist nichts, was du nicht kommen sehen würdest. Das ist ganz simpel, relativ geradlinig. Curtis Blades hat so ein paar... Derrick Lewis hat so ein paar Freak-Aktionen. Aber das große Ding bei Derrick ist, der ist bis zur letzten Minute halt immer gefährlich. Wir haben das in dem Volkov-Kampf gesehen. Ja. Komplett abgefrühstückt im Endeffekt im Stand. Und Volkov ist ein guter Striker. Ja. Aber diese eine Overhand, die sitzt halt. Und dann ist der Kampf halt im Endeffekt vorbei. Und das ist im Endeffekt das Risiko, dass Curtis Blades sich auf dem Weg in die Ringersequenz nicht catchen lässt. Jetzt die spannende Frage, wer macht's und warum? Also ich denke trotzdem, dass Curtis Blades dominant seinen Gameplan umsetzen wird.
Ich habe keinen Anlass, das irgendwie in Frage zu stellen. Ich glaube, Curtis Blaydes in der späten dritten, vierten Runde über TKO. Dann halten wir das so fest, machen eine kurze Pause und sind dann gleich mit Kampf Nummer 3 wieder für euch da. Angst, etwas zu verpassen? Dann am besten gleich unseren Newsletter abonnieren. Die kommenden Events, Specials und interessante Features gibt's einmal wöchentlich frisch aus unserer Redaktion. Und das Beste? In jeder Ausgabe gibt es einen exklusiven Promocode. Also, Newsletter abonnieren und noch mehr Kampfsport genießen. Veteran gegen Newcomer. 74 Kämpfe treffen auf 13. Namentlich ist das Alexei Oleinik gegen Chris Dawkins. Raoul, ich glaube, hier in dem Kampf geht es darum, dass der eine beweisen kann, dass er es trotz dem fortgeschrittenen Alter noch bringt. Ja. Und der andere muss zeigen, dass er es in die Top 15 schaffen kann und dass er es verdient, dort zu sein. Ja, wobei das schon auch ein heftiges Matchup für Chris ist. Also er hat, glaube ich, einen einzigen UFC-Kampf oder den allerersten. Ja, zwei. Zwei? Ist jetzt sein dritter Kampf. Mit der Contender Series? Weiß ich gerade nicht. Okay. Naja, jedenfalls ist es ein krasser Kampf für ihn. Also gegen Oleinik, der ein beinharter Veteran ist. Klar ist der alt und so, aber der hat sich nicht so schlecht angestellt in seinen letzten Kämpfen. Der hat immer wieder für eine Überraschung gesorgt. Jetzt hat er zuletzt gegen Lewis auch verloren. Aber auch da, ich meine, Lewis halt der jüngere Mann und sich da immer noch dabei zu entwickeln, obwohl er auch schon 36 ist. Wird interessant. Ja, wird interessant, bleibt spannend. Wir blicken zunächst auf die Zahlen des Russen Alexei Oleinik. 59 Siege, 14 Niederlagen, ein Unentschieden gab es bisher. 43 Jahre alt, 1,88 groß, 2,3 Meter die Reichweite und 78% seiner Siege via Submission. Also Raoul, deutlicher Submission Specialist. Hm. Da können wir eigentlich schon sagen, ja klar, gegen Dawkins wird das auch wieder der Plan sein. Ja, 100%. Ja. Die Frage ist, ob er es durchkriegt. Aber nochmal, 78% Finishing Rate bei so vielen Kämpfen, mach's ihm erstmal nach. Also und auch sehr vielseitig. Also jetzt nicht nur zwei Submissions, die er hat. Submission, ja, ja. Der hat alles. Der hat, ja. Also der macht das schon gut. Der ist einfach ein crafty Veteran. Man sagt ja immer, alte Hunde lernen keine neuen Tricks, aber dieser Hund catcht den Hasen vielleicht. Ja, auf alle Fälle. Jetzt müssen wir aber natürlich auch ein bisschen über sein Alter sprechen. 43 Jahre. Ja. Die letzten 4 Niederlagen gab es alle via K.O.T.K.O. Hm. Heißt, das Kind ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ist das noch gesund? Sollte Oleinik jetzt noch viel länger kämpfen? Weil ich meine, ist jetzt auch anders als bei Overeem, wo noch so ein Title Shot in der Nähe ist. Ja, ich meine, finde ich persönlich das geisteskrank, in dem Alter noch in der UFC zu kämpfen. Ja, 100%. Ja. Bin ich jemand, der dann jemanden sagt, so, ey, komm, häng die Handschuhe an den Nagel? Nee, Mann, weil wir, also, lass den Mann tun, was er will, wenn das halt sein Ding ist. Und wer weiß, warum er noch kämpft. Vielleicht ist das Konto halt nicht so, dass er sich leisten kann, aufzuhören. Vielleicht ist es wirklich das Einzige, was er kann. Kein Plan, er schafft es nicht, ein eigenes Gym aufzustellen, dass irgendwie so Revenue reinkommt. Es ist halt schwierig, das von außen zu beurteilen. Es ist definitiv aber ein Anzeichen von Wahnsinn. Ja. Jetzt geht's also gegen den jungen Chris Dawkins, der Bruder von Kyle Dawkins, den deutsche MMA-Fans vielleicht noch aus dem Duell gegen Dustin Stolzfuß kennen. Die Statistik von Chris Dawkins: 13 Kämpfe, 10 Siege, 3 Niederlagen, 31 Jahre alt. 1,91 groß, 1,93 die Reichweite, hier also 10 cm weniger als Oleinik. Und seine Siege kommen hauptsächlich durch seine Hände, K.O.T.K.O.-Quote 89%. Raoul, also hier klares Matchup, klassisch, Grappler gegen Striker. Ja. Meinst du denn jetzt auch, wo der Dawkins die 10 cm weniger Reichweite hat, dass er es schafft, dann doch Oleinik zu treffen und auch in so ein Striking-Match zu verwickeln? Ich meine, Kämpfen ist Kämpfen. Du hast immer die Chance, jemanden zu erwischen. Ich glaube aber, dass das Level des Chris Dawkins gekämpft hat bisher in seinen Kämpfen bei weitem nicht das ist, das Oleinik vor den Händen hatte. Und ein Striker, der muss auch erstmal in Striking Range kommen. Und wenn du in Striking Range bist, dann ist der Takedown oftmals gar nicht so weit entfernt. Vor allem, wenn du da ein bisschen Masse durch die Gegend schiebst und dein Gewicht durch die Gegend bringen willst.
Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass der K.O.-Brecher da jedes Mal ankommt. Hat er 100% die Power, einen 43 Jahre alten Oleinik, der in seinen letzten vier Kämpfen gefinisht wurde, über TKO zu finishen? Ja, aber auf der anderen Seite, Oleinik, wenn er besiegt wird, dann ist es halt, weil er seine Submissions nicht durchkriegt und dann am Boden halt abgefrühstückt wird und getKO'd wird. Also das ist eine Mischung aus mehreren Faktoren. Ich würde persönlich jetzt mal sagen, dass ich trotzdem Oleinik vorne habe. Offizielle Prediction geben wir noch nicht ab, denn wie immer haben wir auch eine Meinung von außerhalb für diesen Kampf, in diesem Falle vom Thai Tank, Tassilo Lahr mit seiner Prediction. Servus Leute, Thai Tank hier. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid alle wohl auf. Ich denke, gerade für die Hardcore-MMA-Fans muss man Alexei Oleinik nicht wirklich großartig vorstellen. Alexei Oleinik, einer der erfahrensten Kämpfer in dem Sport mit über 70 Profi-MMA-Kämpfen. Das wird ein klassischer Grappler vs. Striker-Kampf. Wie ich schon sagte, Alexei Oleinik, der Boa Constructor, hat natürlich seine Stärken auf dem Boden, will den Kampf auch auf dem Boden suchen und will den Kampf dort beenden. Chris Starkes wiederum ist ein junger Up-and-Comer, noch relativ jung fürs Schwergewicht mit 31 Jahren. Der Schlüssel für Chris Starkes, den Kampf zu gewinnen, wird sein, seine Kombination durchzubringen. Chris Starkes ist einer der wenigen Personen, die wirklich Kombos schlagen und die das sehr gut beherrschen. Ja, ein anderes Beispiel ist Max Holloway. Ich habe so eine große Sympathie für diese Legenden. Deswegen ist meine endgültige Prediction, auch wenn es ein 50-50-Ding ist, Alexei Oleinik, der Boa Constructor, wird den Kampf mit Submission gewinnen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt wohl auf, euer Thai Tank, wir hören uns. Besten Dank an den Thai Tank Tassilo Lahr für diese Prediction. Raoul, Tassilo sagt schon, klar, knappe Sache, 50-50 könnte es ausgehen, also jeder kann das Ding machen. Ja. Hat aber auch aufgrund von Sympathiepunkten Oleinik via Submission vorne. Ja. Und ich glaube, du hängst dein Fähnchen in den gleichen Wind? Ja, ich sag, die Boa Constrictor constructed eine ganz tolle Submission und glaube, dass der Kampf vorzeitig über Submission endet mit Alexei Oleinik vorne. Ja. Wunderbar. Dann sind wir durch mit allen drei Kämpfen. Raoul, fass unsere Predictions doch bitte noch einmal zusammen. Wir halten fest, im Boxen Rigas gegen Vukšinaj lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster und sag Vukšinaj vorzeitig. Blaydes gegen Lewis, Blaydes über Knockout, TKO, die Jungs vom Schlagwort stimmen uns dazu und die Community auch. Im Kampf Oleinik gegen Dorcas, ich sage Oleinik macht's über Submission, die Jungs vom Schlagwort sagen Knockout, TKO und die Community stellt sich auf meine Seite. Wir sehen dann nächste Woche, was abgeht. One Sport und Jim Yilmaz Boxing mit Alexander Rikas und Faton Vukšinaj. Das gibt's natürlich beim Kampfsport-Sender eures Vertrauens bei Fight24 am Samstag ab 17.30 Uhr. Die UFC wie immer bei den Kollegen von The Zone in der Nacht zum Sonntag ab 2 Uhr. Raoul, es war mir wie immer ein Fest. Mega schön. So schließe ich die Woche ganz rund ab. So ist es. Wir sagen wie immer danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart und wir freuen uns auf euch nächste Woche Donnerstag 20 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Fight24. Bis dahin, bleibt gesund und glücklich, in diesem Sinne sportfrei. Das war's mit dem Gameplan für diese Woche. Wer aber noch nicht genug vom Kampfsport hat, der abonniert zunächst einmal unseren Kanal, ganz wichtig, nicht vergessen, und zieht sich danach dieses Schmankerl hier rein. Fight24.tv, Home of True Warriors.